Hallo Bienenfreunde, willkommen zu Bienenzucht von Anfang an Teil 4. Ja, hier bin ich jetzt an dem Volk, wo ich die Nikot-Kassette reingesetzt habe. Und das Volk ist eigentlich gut, es hatte ja eine Reinzuchtkönigin. Und die waren auch schon sehr fleißig, also der Honigraum ist gut besetzt und die haben auch schon sehr gut eingetragen. Ist eigentlich vom Honigertrag her gut, auch von der Sanftmut. Man merkt eben, dass es eine Reinzuchtkönigin ist. Ja, der Honigraum, der hat ja auch schon ganz schön Gewicht. So, nun schauen wir mal in den Brutraum. Ich möchte mal wissen und eventuell, wenn ich sie finde, die Königin absperren in das Nikot-System. Aber ich hatte schon bei der letzten Durchsicht bemerkt, dass die irgendwie, hatte ich die Königin schon nicht gefunden und da auch versteckt Nachschaffungszellen angelegt haben, oder ich denke mal, die wollten still umweiseln. Hier hatte ich ja auch die Königin schon beim letzten Mal gesehen, dass bei der ein Flügel gefehlt hatte. Im Herbst war noch alles in Ordnung. Und wahrscheinlich hat dem Volk irgendwie die Königin nicht mehr gefallen. So dass sie jetzt praktisch nachschaffen oder still umweiseln. Die erste Wabe nach dem Schied, eine Mittelwand, die sie angefangen haben auszubauen. Auf der zweiten Wabe habe ich dann in einen quergeteilten Drohnenrahmen das Nikot eingebaut. Und das haben sie gut eingebaut schon, also rechts und links haben sie im Drohnenbau angelegt. Und das Nikot ist auch gut belaufen. Aber von der Weisel noch keine Spur. Die ist ja gezeichnet mit der Nummer 50. Also bis jetzt habe ich es eigentlich immer gefunden, wie gesagt, beim letzten Mal schon nicht mehr. Und da waren dann eben Nachschaffungszellen schon vorhanden. Ich denke mal, die haben hier still umgeweiselt, da sie mit der Weisel nicht mehr zufrieden waren. Das schien mir auch bei den anderen Völkern ein generelles Problem mit den 2018er Weiseln zu sein, dass die irgendwie von den Völkern nicht akzeptiert wurden. Ich habe noch zwei weitere Völker, die still umgeweiselt haben, auch 2018er Weiseln. Ja, kann man nichts machen, hier regiert eben das Volk und die regeln das unter sich dann. Auf der dritten war aber auch keine Brut, keine Weisel. Ja, sollte die Weisel jetzt nicht mehr vorhanden sein, dann muss ich das mit dem Nikot nochmal vertagen. Es ist ja im Prinzip auch ein Versuch von mir. Ich wollte mal sehen, wie das klappt, weil es im Prinzip ist es ja einfacher, aber man braucht keine. Für meine kleine Zucht brauche ich eben keine 110 Weiselnäpfchen, die da drauf sind. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich wollte es einfach nur mal probieren. Ja, Bienenmasse ist eigentlich gut bei dem Volk. Und da warte ich jetzt halt ab, bis die neue Weisel anfängt zu legen. Und dann wird eben ein neuer Versuch gestartet. Das Nikot lasse ich so lange in dem Volk drinnen. Auch auf der letzten Wabe. Ich habe die Weisel nicht mehr gefunden.
und werde dann weiterschauen. Falls sie nachgezogen haben sollten, dann haben wir eben keine F1 Nachtzucht mehr, dann wird das eine F2 und ich probiere das dann mit dem Nigot. Ich hatte jetzt schon die Pflegevölke angelegt und werde dann demnächst mit dem Umlaufen beginnen. Aber dazu warte ich eben noch, bis das Wetter einigermaßen ist. Zurzeit ist es eben viel zu kalt noch. Ach, kann ich das Volk wieder zumachen? Es hat nicht sollen sein. Aber wie gesagt, die Bienen entscheiden das und nicht wir als Imker. Na gut, Volk wieder zu. Und ich werde nächstes Mal, im nächsten Video geht es vielleicht schon um das Umlaufen. Also wenn ihr Interesse habt, bleibt dran. Ich zeige dann, wie ich das mache mit dem Umlaufen. Und für heute ist dann erstmal Schluss. Zwischendurch werde ich vielleicht noch ein Video zeigen, wie die Honigräume jetzt befüllt sind von meinem stärksten Volk. Der Raps, der steht bei mir 200 Meter weg. Und da sah es eigentlich bei der letzten Durchsicht auch schon gut aus. Die hatten schon mächtig eingetragen, also der erste Honigraum war voll. So, ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Im nächsten Video, wie gesagt, kontrolliere ich nochmal die Honigräume von meinem stärksten Volk. Und danach wird das Wetter wohl offen sein, dass ich mit den Umlaufen beginnen kann. Tschüss.